Ihr gefällt die Politik nicht, aber sie muss ihre Pflicht erfüllen. An El-Karch muss man sich gewöhnen. Rücksichtslose Geschäftsleute. Und alle sind besessen von Geld, exotischen Düften. Die Leute hier verlieren sich nur zu gern in ihrem eigenen Paradies. Ein Paradies, das sich nur die Reichsten leisten können. Oder die Verdorbensten. Komm, wir sind fast da. Willkommen in El-Karch. Die Luft ist immer noch voller Gewürze. Wie war es für dich, das erste Mal ein Leben zu nehmen? Ich erinnere mich kaum. Es war ein Mann, den ich einmal gut kannte. Vor all dem. Vor den Verborgenen. Du erinnerst dich nicht? Meine Erinnerungen sind mit ihm begraben. Ich wollte nicht, dass sein Tod mich so heimsucht, wie sein Atem es tat, als er noch lebte. Ich gebe der Vergangenheit keine Macht über mein Leben. Deswegen sehe ich mich nun auch als niemandes Tochter an. Wenn wir den Sturm in uns nicht beruhigen, solange wir wach sind, holt er uns in unseren Träumen ein. Wie bei dir und deinem Djinn. So, der Souk. Wie Rivka sagte, kamen hier vor kurzem Wachen durch. Sie zerbrachen Flaschen, zerschlugen Kisten. Warum dieser Gewaltausbruch? Finden wir es raus. Sie sollen auch ausländische Waren beschlagnahmt haben, vor allem von der Oststraße. Die Oststraße? Ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen kann. Es ist eine Ewigkeit her. Hoffentlich ist er noch da. Ich würde ihn gern wiedersehen. Lass nicht zu, dass Erinnerungen die Wirklichkeit verklären. Keine Sorge. Ich weiß, dass nicht so bleibt, wie es war. Es ist eine Weile her. Ich frage mich, was sich hier verändert hat. Vielleicht könnte ich zuerst einen alten Freund besuchen. So, mehrere Fälle enthüllt. Das ist wohl dieser Hauptquest-Strang. Sprich mit einem alten Freund. Unentdeckter Fall. Wir gehen erstmal den Drohungen auf dem Basar nach. Das ist ja hier. الفرغاني في حساب جوامع علم النجوم
Gut, ich sehe, einige Stände wurden. Ich habe noch was anderes vor. Bei dem, was die zahlen, ist das kaum die Mühe wert. Schneid dir einen Finger ab. Das öffnet vielleicht ihre Börse. Vor einer Stunde war ich pissen. Das war der Höhepunkt meines Tages. Ohne Geld keine Sicherheit. Das weißt du doch. Aber wir nehmen auch deine Düfte als Zahlung an. Friede sei mit dir. Das geht dich nichts an. Geh weiter. Vielleicht verschafft dir das ein bisschen Zeit. Das könnte durchaus sein. Wir haben schwer geschuftet, Männer. Zeit für eine Pause. Aber wir sind noch. Befolgt meine Befehle. Los! Hab Dank, Said. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihnen. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zu Bagdads Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Gestrandete Händler, das machen wir mal sofort. Tausend Meter. Um uns porten. Wo ist das denn? Boah, nach da. Haben wir den? Ne, den haben wir nicht. Noch nicht zumindest. Alter Schwede. Aber da können wir auch gleich aufs Kamel, glaube ich, weil wir aus der Stadt raus sind. Und da meine ich halt mit dem Kamel sprinten. Diese Person sieht verdächtig aus. Das sehe ich mir mal an. Was? Mach, dass du wegkommst. Oh, schade. Geh woanders hin. Okay. Für dich gibt's hier nichts. Er kommt hinterher. Zack, zack. Jalla, jalla.
Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Dieses Lager muss den Händlern gehören. Die Händler sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Könnten ihr Lager in einer Oase aufgeschlagen haben, wo es Schatten und Wasser gibt. Vielleicht haben sie ja Schutz gesucht. Ich habe eine Idee. Die Händler könnten hier Schutz gesucht haben. In einer Oase, wo es Wasser und Schatten gibt. Halt! Wer ist da? Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Fußabdrücke und eine Blutspur. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Mein Pferd, mein lieber Kichererbse. Malaka, wer macht denn so etwas Schreckliches? Sieh mich nicht so an! Ich wollte so etwas nie tun! Das ist der Hammer. Muss ich eure Arbeit für euch machen? Fangt ihr Nachschub ab. Tut, was nötig ist, um das Geld zu bekommen. Vergesst die Zusatzsteuer für Andersgläubige nicht. Wenn sie sich in Bagdads Wohlstand sonnen wollen, müssen sie den richtigen Preis dafür bezahlen. Tut, was ihr tun müsst. Al-Anka. Geld eintreiben von Ankas Düfte, weiß-fremdländische Fleischwaren und Blubberseifen. Die Blubberseife ist ganz wichtig. Dass ihr die unterdrückt. Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Bin aber nicht sicher. War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Hades hat sich ihn geholt. Ruhe in Frieden, Kichererbse. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Er weiß es ganz genau. Wem erzählen wir das hier? Wir wissen genau, was war. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Ja. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Wo ist dein Zuhause? Ich komme aus Al-Yunan, westlich von hier, jenseits des Wassers. Mit meinem Pferd Kichererbse brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Die Städte, die wir besuchten, El-Quds, El-Basra und sogar Samarra. Dein Händlerfreund sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil? Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Oha. Wer schickt euch? Ihr könnt nicht fliehen oder euch verstecken. Wer nach Bagdad will, muss zahlen. Verdammt!